heute, es gibt Bauern, die wirklich wunderbaren Respekt haben für ihre Tiere. Aber die Mehrzahl der Tiere, die heute noch für uns sogenannt produziert werden, die haben ein Höllenleben. Es ist so viel Elend, was die Tiere heute noch erleben auf dieser Welt. Wenn man an die Saufarmen denkt oder an die Gückeli-Farmen mit den Gückeli-Schlachtereien und auch jetzt in Marokko, wenn die Tiere behandelt werden, ich habe immer wieder, haben sie auf die Esel eingeschlagen, ich habe dann immer, hey, jetzt hör mal auf mit dem Schloss! Und die sind ganz verschrocken. So, kein Respekt für Tiere. Und die sind so, also, als ich durch die USA gelaufen bin zum Beispiel, die Ross, die sind das nicht gewohnt, dass einer kommt ohne Blechhülle. Einfach so. Und die reagieren so stark. Die haben die Ohren gespitzt. Und dann haben sie geschaut. Und dann haben sie genickt. Und ich habe auch genickt. Dann haben sie wieder genickt. Und dann sind sie ganz aufgeregt worden. Dann haben sie einen Kreis galoppiert. Und dann sind sie mit mir gelaufen, bis dazu, wenn sie bremst hat. Und das hat so eine Beziehung gegeben. Und alle, die mit dir arbeiten, wissen, die Tiere sind so gespürig. Und das sind unsere Geschwister. Kann man doch nicht einfach auf den Tisch knallen? Also, nein, ich bin da einfach extrem. Ich gebe das zu. Aber ich finde, Zukunft, ein respektvolles Leben mit dem Planet, da gehört für mich der Respekt fürs Tier voll dazu. Dass die genauso ein Lebensrecht haben auf diesem Planeten wie ich.